Warte, ich hab dich schüttelt gerade. Steh neben dir, ne? So, von da. Blauer Marker. Alles gut. Der kommt hier rein, bei mir. Ja, warte. Hallo, wie geht's, Claire Sitteskinder, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ein neuer Tag, ein neues Video, liebe Leute. Der aktive Hase ist mal wieder am Start, liebe Leute. Und heute soll es um das Bundle Dr. Karloff Lives gehen. Das hat für sehr viel Aufregung gesorgt, weil das ziemlich sicher mit den heftigsten Bauplan von allen Bauplänen in dem Spiel Call of Duty Modern Warfare Warzone insgesamt gibt. Aber es gibt einen Haken, denn der Bauplan ist für die AK. Wir werden uns das Ganze gleich einmal komplett anschauen und ich werde euch ein paar Gameplay-Szenen zeigen und euch dann im Endeffekt ein Fazit sagen, ob es sich lohnt, das Tracer-Pack zu kaufen oder nicht. Aber ich kann euch jetzt schon mal versprechen, dass es ein wirklich geiles Video geworden ist. Bevor wir aber dazu kommen, Leute, mein Partner Level Up hat gerade eine richtig geile Aktion. Und zwar 30% auf alles. Wir sind in der Probierwoche von Level Up. Das geht noch bis Sonntag, 23.59 mit dem Code KingPhil. 30% auf wirklich alles. Auch auf die Probierpakete, wenn ihr unsicher seid und euch nicht direkt eine ganze Dose kaufen wollt. Die kosten, glaube ich, 14,99 €. Darauf 30%, dann müsst ihr nur noch den Versand zahlen und könnt direkt probieren, ob euch das Ganze zusagt oder nicht. Oder kauft euch eine ganze Dose. Mein Favorite ist ja immer noch Mango Maracuja. Und bis Ende Oktober geht ja auch noch der Halloween Hunt. Dann habt ihr oben auf der Dose ein Abziehlos und könnt Sachen gewinnen im Gesamtwert von 100.000 €. Jedes Los gewinnt. Wir gehen jetzt aber erstmal rein ins Video. Dr. Karloff ist eine Filmikone aus einem Film von den 30er, 40er Jahren. Und zwar von dem Film Drums of Jeopardy. Ich habe den Film selber nicht gesehen. Ich habe das nur kurz recherchiert. Das ist auf jeden Fall der passende Skin dazu. Hier seht ihr das ganze Bundle. Wir haben den Skin, den Elektro-Bauplan, die Elektro-MP, ein Messer, eine Tarnung fürs Auto, ein Talis. Mal natürlich Sticker, eine Visitenkarte, Emblem und ein Spray. Ich habe mir das Bundle gekauft, einfach um für euch ein Video zu machen, ob es sich überhaupt lohnt, das Ding hier zu kaufen. Denn es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade, dass es hier kein Kylo oder eine VRA-Bauplan ist, weil die AK wirklich eine Waffe ist, die man eher bis gar nicht spielt. Deswegen dachte ich mir, es ist eine ganz nice Idee. Würde mich mega freuen, wenn ihr dafür ein Like da lasst. Sagen wir mal 140 Likes, das Ziel. Im Moment crusht ihr wirklich jedes Like-Goal übertrieben. Und wenn ihr schon dabei seid, Leute, jedes Video hat im Moment mehr Aufrufe, als ich Abos habe. Deswegen wäre wirklich ein riesiger Support, wenn ihr mal runterscrollt und guckt, ob ihr noch nicht abonniert habt, sondern euch die Videos einfach nur vorgeschlagen werden. Denn dann sind wir wirklich bald bei den 2000 Abonnenten. Wäre richtig, richtig krank. Die AK kommt in einem Bundle zusammen mit der MP. Und das sieht auch so geil aus. Also ich denke, wir müssen uns da nicht drüber streiten. Die Baupläne für die beiden Waffen sind schon extremst nice. Wir haben hier die MP7 ohne Schaft mit dem Aussatz. Ich habe die genauso gespielt in dem Video. Bei der AK habe ich nur das Magazin rausgenommen, das Holovisier mit Blueprint, am Anfang mit VLK gespielt und einen Schalldämpfer draufgepackt. Am Ende kommt dann noch mein persönliches Fazit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Alle Leute, die mitgespielt haben, sind unter der Videobeschreibung verlinkt. Weiter, weiter ist die Gang. Ciao, ciao. Feinde landen im Einsatzgebiet. Ich weiß nicht, an welches Spiel erinnert mich das vom, die Zombie-Optik. Digga, bin der beste Zombie aller Zeiten, ich sag's wie's ist. So, AK. Mann halt da hinten, ne? Na gut, da ist ein Zombie. Nee, doch nicht. Ja, AK. Aber die Schüsse sehen schon echt geil aus. Sehen schon geil aus, ja. Und mir ist ein Zombie, hast du das Gefühl? Ja. Nein. Keine Funkziele, ich töte sie alle. Oh mein Gott, der eine Zombie ist ultra low. Kannst du dir ein Loaderglas holen? Einer ist knocked hier oben. Ja, kann. Wir reingehen. Ich hab den geknischt. Noch einer oben. Ich hab eine Nate hingeschmissen. Jo, hab. Sauber. Digga, die NPC ist so krank, Alter. Das kommt noch jemand, das kommt noch jemand. Ist das Haus clear? Oh, ein Zombie kommt rein, ich mach grad einen Finisher. Oh, nee. Bitte, lass mich ja noch zwei Spitzen bekommen. Hier kommt noch ein Zombie rein. Hm, bin oben. Nein, ich lauf ins Gas rein. Nein, der hat Spitzen bekommen. Hab ihn? Nee, er hat keine Spitzen bekommen. Noch einer. Die Zone kommt, wir müssen gehen, Jungs. Hier ist er. Hier. Ich bin in Gas. Hab ihn. Nice, let's go. Schön. Digga, ist die MP7 geil, Chad. Legende. Die AK, Chad. So, ich hab wieder Perks. Alter, macht grad übel Spaß. Und der Talisman, der leuchtet ja. Warum? Ach, wegen der Uhr. Oh, sieht das geil aus, Chad. Der leuchtet einfach wegen der Uhr. Ist ja übel nice. Ja. Hinter dir. Hinter mir. Oh. Hab ihn. Zieh bitte durch. Ich komme in der letzten Sekunde zu dir. Ja, von links. Bin tot. Ja, ich zieh durch. Oh, shit, Alter. GG's, Chad. Unlucky. Ist das schon ein Sniper-Hit?
Oh, ist er explodiert, Alter. Nicht Sand, unten ist jemand raus. Ja, das war Tommy. Pass auf. Ja, der jumpt weg. Komplett fail. Ich hab einen knocked um. Da ist ein ganzes Team. Oh, kein Zombie. Hab gehittet. Sauber. Ein Zombie ist da. Pass auf, Digga, wie ich angesprungen kam. Wow! Let's go, Alter! Ist neben mir, ist mit mir drin, bei mir, im Hangar. Im Dach? Oben auf dem Dach, hier. Shield break. Sehe gar nichts. Ist knocked, easy. Moin, Messer! Hat hit. Hab ihn. Nice. Puh. Wer hat Safe Revive hier? Sauber. Digga, die explodieren so, die Gegner, das ist so geil. Ja, hier vorne, direkt vor mir. Da. Sauber. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ziel ausgeschaltet. Hast du beide? Nee, nur einen. Nur der zweite ist keine Ahnung. Er wird sich hier drin verstecken, oder? 200 Meter links. Oh mein Gott. Alter, macht das Spaß. Macht es Spaß, Chat. What the fuck, Alter? Hä? Ich will euch ja jetzt nicht zum Kauf animieren. Ich habe ja selber nichts davon, ne? Aber I don't know. Irgendwie feiere ich das Tracer Pack übertrieben. Nein, ich sehe gar keinen mehr. Oh, die sind auf dem. Die sind hier drin. Die fahren nach oben. Da sind ausgestiegen. Zielgebiet ich hab mir ein Prezi hingesetzt. So, der Hit ein bisschen ist. Einer. Ja. Ich hab einen. Wirklich Gottesmarker gerade. Ja, okay. Nice, stark. Ey, der Marker war so big. Ich war genau unter dem. Richtig gut. Ich hab einen. Sehr schön. Der andere war beim Haus. Pass auf, schießt auf dich sogar schon. Ja. Bei mir. Hab einen Bleib. Boah, ist das krank, wie die explodieren, Alter. Da sind Umwälze. Ja, ja, ja. Allem Gefühl. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Oh mein Gott. Nein, nein, er war unten. Ey, ich konnte es nicht zuordnen. Komm mal. Ich hab drei, bitte. Jo, bin da. Ich hab ihnen ein paar Schädels gegeben. Jesse, Jesse, du musst kommen. Du musst hier den Truck nehmen. Beleg dich. Ja, ich liege, aber der holt mich trotzdem. Nee. Wer ist noch? Hier wird Rolls bei Egg. Digga! Ich hab ihn! Lol. Ich hab keine Wunde. Oh, da ist noch ein Auto. Doch nicht. Ja, das ist noch ein Auto. Ey, hör mal auf! Ich hab. Hast Scheiße. Du Muni? Keine Muni mehr. Nee, ich hab noch 10er R-Munition. Ich hab 0. ja. Er steigt aus. Hab ihn. 0. Da hab ihn Live-Mark. Hab ihn Live-Mark. Mhm. Aber der rennt hinten rum. Hier hinten, unten an der Ecke. Hab ihn noch? Nein, Mate, sein Mate, sein Mate. Ich hab dich schon gerade. Den nehmen wir, ne? So, von da. Blauer Marker. Das ist gut. Der kommt hier rein, bei mir. Ja, warte. Nein, noch einer am Bus. Macht es Sinn, das Dr. Karloff Lives Tracer Paket für 2400 Cod Points zu kaufen? Könnt ihr wahrscheinlich schon denken. Eigentlich nein. Es macht nie Sinn, sich irgendwie was zu kaufen, Leute. Außerdem kommt es natürlich auf euch selber an, ob ihr gerne die Waffen spielt, die im Tracer Pack vorhanden sind oder nicht. Nachteile, das Tracer Pack ist für die AK und nicht für ein Maschinengewehr, was man oft benutzt. Außerdem kann es manchmal zu hell sein, die Tracer, dass man die Gegner gar nicht mehr sieht. Und das dritte Nachteil, es ist sehr teuer. Die Vorteile, denke ich, habt ihr auf jeden Fall im Video gesehen. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bei der Entscheidung helfen, ob ihr euch dieses Pack ziehen sollt oder nicht. Vergesst die positive Wertung, das Abo, das würde mich mega darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.